Und jetzt wieder hier. Okay, so. Der nächste Schritt ist, dass wir wieder klein werden. Ja, ein bisschen mit Tempo bitte. So. Und jetzt gehen wir mal da rechts, waren wir ja gerade. Jetzt gehen wir mal darauf. Gut, das hat sich schnell erledigt. Und sonst gab es ja, glaube ich, keinen Weg, ne? Genau, weil dort sei nur den Weg gegeben. Da war das Herzteil, das wir uns noch nicht mitnehmen können. Da müssen wir von oben dann hin wahrscheinlich. Da sind wir hier jetzt, okay. Und das haben wir auch wieder hier. Okay, gut. Verstehe. So. Perfekt. Ah, fuck. Das war jetzt falsch. Autsch. So, dann müssen wir jetzt die Abkürzung schon freigeschaltet haben. Ja, genau. Perfekt. So. Ja gut, dann, was können wir jetzt machen? Wir könnten theoretisch, ich weiß schon, wo die verschlossene Tür war, da müssen wir, dafür müssen wir auch nochmal zurück. So. Genau, und hier war die verschlossene Tür. Da kommen wir jetzt durch. So, was passiert? Ah, da können wir die Schienen. So, okay. Da können wir die Schienen neu ausrichten. Frage ist, kommen wir da jetzt irgendwie zurück oder müssen wir. Na. Okay. Kommen wir da runter? Auch nicht. Schade. Ah. Ah. Okay. Dann fahren wir wieder. Und jetzt geht's hier durch. Ich würde zu diesem Herzteil. Das Spiel ist so fies. Also, da rüsten wir uns gleich wieder mal aus mit dem. Aber ich glaube, wir kommen jetzt bald zum Herzteil. Im Shield. So, und darauf. Genau, jetzt nämlich. Boah, hier. Eine altbekannte Zelda-Falle, diese Dinger hier. Und ich falle immer noch drauf rein. Da ist ein Minenkarren, der umgefallen ist. Da kommen wir nicht weiter. Boah. Und da sind Fledermäuse, die war sehr. An einer sehr fiesen Stelle sind. Mich jetzt aber trotzdem töten, ehrlich gesagt. Vielleicht hilft mir da der Krug ein wenig. Wobei, nein, einen Krug verwende ich hier lieber nicht. Ha! Hab ich dich. Gut. So, und da schau ich jetzt gleich einmal. Ah, okay, ich sehe sogar. Ja, gekennzeichnet. Ich glaube, hier müsste es zum Herzteil gehen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass man die Wand hier nicht so einfach erkennt. Dass man vom Spiel erwartet, dass man sich erinnert, dass da das Herzteil irgendwo war. Aber uns wird geholfen. Und da hier haben wir es.
Es hat so drei Herzteile. Eins fehlt noch. Vielleicht finden wir auch wieder ein zweites hier. Wäre cool auf jeden Fall. So, und dann wieder zurück. So, und gut, da kommen wir eh noch nicht rauf, weil der Minenkarre umgeschmissen ist. Das heißt, wir kommen... Oh, ich wollte gerade sagen, das schaut aber... Bitte, Bossfight aus. Ah, die sind... Wie haben die besiegt? Die waren irgendwie kompliziert, oder? Oh. So, so auf jeden Fall mal nicht. Ah, das wollte ich. So geht's auch nicht, okay. Ja, Bomben würden funktionieren hier. Aber ob das der Weg ist... Oh. Okay. Ah, wenn die springen. Easy. Easy. Bekommen wir da das Dungeon oder den Masterschlüssel? Wirbelstab erhalten. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Nice. Okay. Ah, da können wir mal schneller die Krüge umhauen. Gut. Hey Knirps, mit deinem Wirbelstab können wir uns vielleicht in die Höhe katapultieren. Müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen können. Hä? Okay, ich hätte auf einmal versucht. Ja, genau. Oh, ein Teleporter. Ich werde mal vorsichtshalber mal verwenden. Vielleicht kommt man zum Herzteil. Nö, nur zum Eingang. Alles klar. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. So, und ich möchte in den Raum wieder zurück, wo wir jetzt, glaube ich, gleich hinkommen. Geht das zu? Nö, aber da will ich hin. Genau. So, weil jetzt kommen wir zu dieser Kiste hier. Na, ah, was machst du? So. Bitte nicht draufspringen. Danke. So, Schlüssel. Ein Schlüssel, perfekt. Damit kommen wir wieder zurück. Genau, die Tür ist hier ist eh offen. Das triggern wir kurz. Genau, gehen da runter und da durch. Und kommen. Wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Ja. Alles klar. So, neues Stockwerk. Neues Glück. Da könnten wir klein werden, das schauen wir uns gleich an. Autsch. Autsch. Ah, fuck. Das ist fies. Gut, dann werden wir mal klein. Machen wir das Ganze nur mal. Perfekt. Jetzt sind wir im Nebenraum, gell? Ja. Da müssten wir irgendwie da groß werden. Was ist das da unten? Items können wir nicht verwenden, ne? Okay. Wir werden einfach mal groß und schauen, was passiert. Aha. Weiß ich, was die Dinge hier machen. Ah, okay, das ist fies. Wow. Schnell da durch. Perfekt. So, einmal das umdrehen.
so, dann machen wir so. Und wir gehen den. Ups, wollte ich nicht. Den nächsten Raum. Okay, so weit wollte ich nicht nach vorne, aber okay. Gut. Sollte kein Problem sein eigentlich. Mhm. Okay, wollte mal probieren, was passiert, wenn man die umdreht, aber kann man anscheinend nicht. So, das greifen wir, ziehen wir zurück. So, und einmal nach oben. Und nach links. Huch. Ich hab auf OBS rüber geschaut. So. Hm. Haben wir jetzt auch irgendwelche Weichen gestellt, zufällig? Keine Ahnung. Da gibt's auf jeden Fall zwei Kisten. Danke. Ein Glücksfragment. So, das war die erste Kiste hier. Sehr gut. Gibt's aber zweite auch noch. Jetzt muss ich wieder mal so da besiegen. So. Was ist das? Ding. Ding. Okay. Nochmal kurz zurück. Das habe ich übersehen. Dass man hier auch runter kann. Und nur ein Fragment. Sehr gut. Und das müssten hier die Kisten gewesen sein. So. Da brauchen wir wieder ein Minecart. Das heißt, wir gehen mal hier weiter. So. Das kann man mir vorher auch löschen. Habe ich gecheckt. Autsch. Das ist ein bisschen gefährlicher. So, da gibt es. Also, ein größerer Raum. Gibt es auch wieder mehrere Kisten. Und da geht es dann auch schon zum Boss. Ah, verdammt. Okay. Geh mal da lang. Oh, der nächste Teleporter. Führt uns auch zum Eingang, alles klar. Gibt es da zufällig wieder? Ja, nehmen wir mal am Herz wieder mit. Gut, da wären wir dann praktisch wieder... beim Eingang. Ah, shit. Shit, okay. Geht sich das aus? Okay. Jetzt sind wir hier. Masterschlüssel dann drin. Scheiße. Das heißt, warte mal. Das Herz will ich haben. Ja, das Herz brauchen wir nicht unbedingt. Aber okay.